Aber ich glaube, ohne Mori wird das sehr schwer. Wir schlachten sie alle nieder, Leute. Jetzt geht's hier rein in den Hamburg. Guck mal, dreimal Geburtstagstorte, ist doch geil. Warst du eben gut? Jetzt gerade habe ich eine Runde gehabt, wo die alle gestorben sind. Ich habe die alle umgebracht, die Säue. Die habe ich alle weggemetzelt und ich weiß selber nicht wie. Aber ist okay. Ich nehme einfach wieder meine blauen, komischen Skelette als Hilfe und dann wird das schon. Wir probieren das einfach. Hauptsache, alle kommen auf meine Geburtstagsparty. Mehr will ich gar nicht. Spanien wird verdammt schwer. Deswegen sage ich ja, wenn wir gegen Spanien gewinnen, werden wir Europameister. Das ist ganz einfache Rechnung. Und das ist halt Fakt. Entweder wir fliegen raus oder wir gewinnen das Ding. Also das Turnier. Das ist einfach so. Denkt an meine Worte, wenn es soweit ist. Ach du Scheiße, das widerliche Schlachthaus. Herzlich willkommen bei uns im Stream. Hey, was war das für ein Singsang? Oh, das ging aber ganz schön schnell, Alter. Was war denn das jetzt für ein Move? Moin. Oh, spielt er mit mir? Will er mit mir spielen oder was ist? Hä? Der hat einfach Mitleid mit mir. Ich kann das verstehen. Aber danke, nehme ich gerne entgegen. Wenn du meine Geburtstagskarte nicht annehmen möchtest, dann kann ich halt nichts machen. Ne? Dann ist das halt so. Dann habe ich halt Pech gehabt. Vielleicht hast du ja auch den Killer. Ich weiß es nicht. Okay, wartet. Und. Moin. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss noch mal ganz kurz mich um die gelben Seiten kümmern, ja? Alles wird gut. Ey, was ist denn hier los? Volkswanderung oder was? Ist da gerade jemand in den Schrank reingerannt? Hallo? Oh, moin! Guten Tag! Dann ist aber ein Zufall jetzt, dass wir uns hier treffen. Ach ja, er auch noch! Jo, was ist denn hier los? Seid ihr alle im Koop-Modus unterwegs oder was? Junge, das wird übelst gekauft gerade, ne? Ja, was passiert hier gerade? Okay, wo sind die? Wo sind die hingelaufen? Meint ihr, die holen sich da gerade raus? Ja, ich glaube, die holen sich da gerade raus. Alter, drei Leute sind gerade abgefetzt. Guten Morgen. Sie haben Brötchen bestellt? Mit oder ohne Blut, wenn ich fragen darf? Okay. Wieso sind jetzt alle irgendwie sich... Wieso haben sich jetzt alle verletzt? Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso haben sie sich wehgetan, junge Dame? Das kommt davon, wenn man die Geburtstagskarte nicht unterschreibt. Okay, komm. Wir müssen kurz Protest machen, so gut es geht. Jetzt fühlen wir uns gerade noch sicher, aber das können wir nicht die ganze Zeit. Ja, hast du gedacht, mein Freund, ne? Hast du jetzt gedacht, ne? Blöde Scheiße. Scheiße! Ich sollte nicht so eine große Klappe haben. Komm her. Ja, starker Typ. Ich mach das weg. Scheiß drauf. Was soll mit ihm? Ich mach's weg. Er hat Bock, ich hab Bock. Bin nicht dabei. Und wie schnell ist denn der? Was hast du für einen Müsli-Riegel zu dir genommen? Du gehst mir auf den Piss. Du bist der Erste, der weg ist, mein Freund. Ich sag's dir. Scheiße. Nein, du Penis. Fuck. Egal. Wir tanzen weiter. Wir tanzen weiter. Ich hole ihn mir jetzt. Der muss hängen. Das geht nicht anders. Wo ist er? Junge, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Ja! Du bist gefährlich!
kann ich, aber ich auch, mein Freund. Ich auch. Ah! Ah! Steh auf, bewerb dich. Scheiße. Scheiße. So nicht. Komm schon, wir müssen ihn jagen. Was soll ich machen? Scheiße. Der ist scheiße. Guckt euch das an. Den brauchen wir jetzt. Was soll ich tun? So, das hast du jetzt davon. Die haben richtig Bock. Ah. Häng jetzt! Lass mich bloß in Ruhe! Scheiße, ah. Alter! Okay. Kein Gen. Kein Gen. Oh mein Gott. Junge, was passiert hier gerade? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wieso? Was macht der da? Ist mir scheißegal. Kann ich nichts dafür. Geh mir nicht auf den Piss. Du willst hier den Slalom auspacken, dann packe ich den Slalom auch nochmal aus. Hier, so. Hast jetzt davon. Lass mich in Ruhe. Ja, erzähl deinen verstorbenen Geschwistern von mir. Ich hoffe, den geht's gut da oben. Der läuft schon. Oh ja. Oh ja, Freunde. Hallo, Freunde. Decisions, decisions. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde! Dieses Palettending ist so böse, Mann! Es ist so böse! Es ist so fucking böse, das gibt es nicht! Heilige Scheiße! Und ich bin wieder zu dumm, um den irgendwie an den Haken zu hängen, ne? Oh nein, Kevin, bitte! Kevin, bitte! Bitte mach keinen Scheiß! Bitte häng ihn dahin jetzt! Bitte häng ihn dahin! Dankeschön! Und weiter geht der Bums! So nicht! Ich hab gesagt, Einladungskarte. Das tut mir jetzt aber leid. Das ist jetzt ein bisschen doof, du. Das tut mir jetzt voll leid, dass das jetzt in sie reingeflogen kann. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan mit der Flugbahn. Beim nächsten Mal werde ich dann sie darauf vorbereiten, ja? Junge, diese Skelette. Diese Skelette einfach sind Wahnsinn. Leco mio, Alter. Heiliger Bimbatz. Die müssen irgendwo da hinten sein. Das kann ja gar nicht anders. Der hing ja da vorne. Irgendwo hier. Irgendwo waren die doch hier. Ah, moin. Was hast du denn gedacht, mein Freund? Was hast du denn gedacht? Junge, wie der jedes Mal diese Skelette vorschiebt, das ist so krass. Ist das böse? Das ist so böse. Fliegen traue ich mich nicht, das kann ich nicht. Habt ihr gesehen, wie ich aber die Palette wieder hochgenommen habe? Hui! Nein. Okay, die machen wir weg. Ja, ja, mach du mal. Kein Problem. Tut mir leid. Ich flieg gleich. Wir nehmen ihn mit. Junge, das macht mir viel zu viel Spaß. Aber es macht natürlich auch nur Spaß, weil es funktioniert. Ne? Das ist ja klar. Da frage ich mich, was kann man als Konter dagegen schmeißen? Wow.
Nee, fliegen fühle ich nicht so, bin ich ehrlich. Fliegen fühle ich gar nicht. Ich bin böse. Ich bin böse! Okay, ich guck mir erstmal die anderen Gens an. Der Gen läuft nicht. Der Gen hat, glaube ich, auch noch keinen Bock. Nee. Keiner will helfen? Leute, was soll ich denn machen? Ich kann nur die Gens hier abfliegen. Was machen die Dinger eigentlich? Was bedeutet das? Da muss ich auch immer ein bisschen Knowledge schon mal dazu bekommen. Junge! Habt ihr gesehen, was für einen Ball ich geschossen hab? Ich bin nochmal böse. Los, Begatte, los! Es ist nur noch Wolverine, aber wo ist er? Oh, er will die Luke haben. Er will die Luke haben. Er steht wahrscheinlich vor der Luke, oder? Er wartet bestimmt schon vor der Luke und freut sich einen Ast ab, dass er da steht. Scheiße. Wo ist die scheiß Luke? Bitte spring nicht da durch. Wenn du mich gern hast. Lass mich dein Freund werden. Ich laufe überall hin, nur nicht da, wo die Luke ist. Wir können noch reden. Du kriegst einen Kuchen umsonst. Ja, natürlich. Dieser kleine Pisskopf. Die hätten sie haben können, Mann. Ach, Mann, ey. Er hat einfach, was ein Penis, ne? Das hat er doch safe mit Absicht gemacht. Also ich meine, er war die ganze Zeit abgenüppelt. Er war die ganze Zeit angenüppelt, aber... Der hat nicht mal versucht, den zu retten. Ne, jetzt kann er den Kuchen sich sonst wohin stecken. Ist mir scheißegal, den kriegt er nicht. Seht ihr das Messer? Damit werde ich den Kuchen ganz alleine zusammen... ganz alleine. Es war eine gute Runde. Es war eine schöne Runde. Ich meine, guck mal, wir haben fast 100.000 Blutpunkte wieder doppelt bekommen, ne? Ey, ich würde fast sogar sagen, wir gehen noch in eine Runde rein, Leute. Ohne Witz. Ich bin voll drin. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich finde das krass, dass der so, dass man so durchswitchen kann. Der kann die Paletten raushauen, der kann alles raushauen. Aber was macht man denn dagegen? Man muss halt umdenken, dass man die ganze Zeit, normalerweise ist halt immer so der Turn von wegen, yo, ich bin Survivor, ich renne irgendwie meine Route ab, nehme die Paletten mit und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so geht das ja nicht, ne? Oh. Ey, wenn die jetzt alle eine Torte mit einpacken, bringt mir das auch was? Ist das für alle? Ist das so ein Mega-Boost dann, oder was? Was? Herr Curry, habt eine Rachenentzündung, bitte um Lichtenergie. Oh, heiliger Lord of Skills, ich schicke dir mögliche, magische Lichtenergie gegen deine Rachenentzündung. Shinkram, 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 Shinkram. Kann ich nicht, da muss jemand anderen fragen, der kann das besser. Danke, Ghostwriter, für die 100 Bits. Oh. Leute, Polizeistation. Das wird hart. Aber ist mir egal. Hat geholfen, gerne. Macht 5 Wasserbombe. So. Wer möchte spielen, wer hat Bock zu tanzen? Moin. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott! Die Arme! Die wollen einfach nur ein bisschen laufen! Oh, ich glaube, da ist einer in der Pfanne gelaufen. Kann das sein? Das tut mir jetzt aber leid. Sorry, ey. Das kommt davon, wenn man meine Geburtstagskarten nicht unterschreibt. Ich sag's ja immer wieder, Chat. Das ist halt, ne? Ist halt kein Witz. Junge! Hör doch auf jetzt! Ich krieg schlechtes Gewissen!
Ich spiele die ganze Zeit nur auf die Bits rein, bist du bescheuert? Chat, hau mal bitte Chat Liebe rein. Ich kann es gerade nicht. Ich muss mich fokussieren. Ghostwriter, ich töte einen für dich, okay? Ich mach das jetzt. Danke vielmals. Du bekloppte Drecksau. Moin! Ah! Es tut mir so leid! Warte mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch was gehört. Ah! Ich hab doch was gehört, mein Freund! Muss man auch mal den Ohren lauschen. Sorry. Ey, vielen herzlichen Dank, Leute. Vielen lieben Dank. So, den hängen wir da oben hin, wenn wir bis da oben hinkommen. Der hat schon aufgegeben, der hat schon gar keinen Bock. Ich glaube, wenn die sehen, dass sie das Perk dabei haben, dann geben die einfach auf. So. Und weiter geht der Bums. Warte mal, das da unten war doch... Das geht nicht. Da müssen wir dafür runter, ne? Ist kein Problem. Ist gar nicht die Polizeistation, es ist Silent Hill, ich Idiot. Was laber ich denn? Ich bin ein bisschen nervös, okay? Sorry. Kann passieren. So, kann ich jemanden nach draußen, bitte? Okay, dann nicht. Dann laufe ich halt wieder nochmal hier hin. Sorry, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Das war keine Absicht. Moin, Freunde. Du kommst direkt wieder dran, ist kein Problem. Ist kein Problem, kommst du direkt wieder dran. Warum denn nicht? Wenn es dir nicht gefällt, dann muss ich dich als Schlicht dazu tun. Oh, das hat mich... Ey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Dacht er auf eine Tür oder was? Dacht er auf eine Luke? Sorry! Das ist bescheuert! Junge, dieser Typ, Alter! Der fliegt hier mit seinem Kuchenmesser durch alle durch! Es ist scheißegal! Es ist einfach scheißegal! Ich kann nicht mehr. Was ist denn hier los, Alter? Heute ist Elternsprechtag. So, hier, du kriegst erstmal nochmal eine Runde Skelette ab. Oh, moin. Was passiert hier gerade? Was ist denn das? Junge, das kann mir doch keiner erzählen, dass irgendjemand gerne gegen diese Kinder spielt. Jetzt mal ohne Witz. Das ist doch nicht mehr normal. Das gibt's ja wohl nicht. Alter. Moin, Freunde. Moin, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Junge, ich will. Die hat sich vorbereitet auf die Palette und die sag einfach nope. Nope. Moin. Moin. Moin! Moin! Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, Leute. Ich meine, oh nein, och Mensch, och Mensch, ey, nein, ey, och Mensch. Och Manu, och Mensch. Oh sorry, ey, da habe ich jetzt aber, bin ich jetzt aber gestolpert. Moin, Freunde! Na? Alles für den Schritt, oder was? Oh nein! Och Mann, ey! Och Mensch, die Palette funktioniert ja gar nicht! Scheiße, die aber schon! Nein!
Ist das bescheuert? Wo ist denn die jetzt hin? Ey, komm zurück! Oh, sorry! Hat da jemand sich wehgetan? Okay. Oh, moin! Ich meine, oh nein, oh Mensch, oh Mensch, oh! Oh nein, oh Mensch! Haben die Knochen nicht gestochen? Das wollte, oh Mensch, oh Menno! Oh Gott! Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Es tut mir leid! Aber ich meine, ihr habt doch gewusst, worauf ihr euch einlasst, Mensch! Ich hab doch, ihr habt's doch gewusst, oder nicht? Ja, siehst du, sie hat ja gesagt. Das kann kein Zufall sein. Das glaube ich ja gar nicht! Mann, ey, das kann ich ja mir gar nicht vorstellen! So, wisst ihr, was wir jetzt ganz Böses machen? Hier. Oh, jetzt reicht's! Jetzt reicht's! Wo bist du? Manipulate. Komm her! Manu! Na, wolltest du die Palette benutzen? sorry. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich wollte ja nicht mehr lachen. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr lachen. Tut mir leid. Ich wollte nicht mehr lachen. Tut mir wirklich leid. Warte, ich müsste da hinten sein eigentlich, oder? So, auf gut Glück. Attacke! Schade. Okay, und nun? Oh, scheiße, die... Warte mal. Die Luke. Die Luke. Wenn sie gleich kommt. Ich höre sie. Ich höre sie. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich kriege dich! Oh nein, ich krieg den nicht! Das ist nicht mehr normal, Alter. Das ist nicht mehr normal. Da haben wir auch noch die Punkte für mitgenommen. Let's go! Alter! Also, ich bin bei euch, Leute. Ich glaube, ich hätte 726.000. Alter. Hallo, Crystal Matt. Ey, das war krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Runde davor noch getoppt werden könnte, aber das war ja ein Tanz. Das war ja ein Festival. Das war ja Rodeo-Reiten war das. Leute, danke. Danke. Ja, war, danke. Auch durch euch habe ich das natürlich geschafft. Alter, ist der bescheuert. Was ist das für ein geistkranker Killer, bitte? Was ist das denn? Links sind deine Gesamtpunkte, nicht deine Rundenpunkte. Rechts meine ich. Ja, ja, alles gut. Ich weiß, wir haben 726 Grundpunkte. Ja, ich weiß. Danke, danke, danke. Ich habe mich einfach trotzdem über die gefreut, weil wir gerade irgendwie 500.000 hatten oder so. Also, der Typ ist ja wahnsinnig. Also, der ist ja wahnsinnig. Das Einzige, was der ist, ist sein eigenes Buch, Eddie. Der kann nichts essen. Der kann nur sein Buch essen. Aber ich glaube, wir brauchen also 4 Attacken. Das finde ich schon krass. Also vielleicht bin ich auch einfach gerade wieder jemand, der irgendwie sagt, aus Unerfahrenheit, dass er sagt, ey, das ist aber krass OP. Ich habe gesagt, es gibt diese Truhen und sowas, aber Junge, heiliger Bimbam. Habt ihr gesehen, was wir hier gerade gemacht haben? Ich finde aber auch, dass unsere Perk-Kombi gar nicht so scheiße ist tatsächlich.
Das war eine gute Sache, dass wir die ausgewählt haben. Ich meine, die brauchen wir fast gar nicht, weil wir so viele Attacken haben, die das selber irgendwie aufdecken. Aber für Anfänger-Survivor ist ja schon krass. Aber ich hätte da keine Schnitte. Wenn ich gegen den spielen würde, Junge, ich würde heulen. Ich würde danach das Spiel deinstallieren und dann würde ich nochmal installieren und um dann nochmal zu deinstallieren. Aber nur während ich dabei heule. Natürlich macht es immer nur Spaß, solange es gut läuft, das ist klar. Das habe ich auch schon gesagt, das ist halt, das darf man nicht vergessen, ne? Aber das will man in dem Moment gar nicht hören. Oh.